Ja, da sind wir dann auch schon in der zweiten Hälfte. Wir werden definitiv Pavel im Bett schlafen lassen. Sveta wird auch im Bett schlafen. Anton muss Wache stehen. Und Slata geht plündern. So, die bombardierte Schule. Etwas Lebensmittel, eine große Menge Teile. Supermarkt. Der Supermarkt wird unser nächstes Ziel sein. Es geht nicht anders. Wir brauchen noch mehr Lebensmittel. Werden aber die Dietriche mitnehmen. Und los geht's. Wenn es jetzt nur die Plünderer vor Ort sind, ist alles gut. Ja, zum Glück. So, anscheinend machen die keinen Ärger, das ist sehr schön. Die gehen erstmal oben, das freut mich. Den Tabak können wir direkt raushauen. Zucker brauchen wir auch erstmal nicht. Dann da hinten der Wagen und dann gehen wir direkt erstmal runter. Denn unten waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einige Sachen zu finden. Da hat sie jetzt schon geplündert. Fleisch, sehr schön. Gemüse. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Puh. Medikamente. Wasser. Und jetzt schnell weiter in die andere Richtung rennen. Und da der Schrank öffnen. Bandagen. Wir müssen was wegschmeißen. Die kaputte Waffe würde ich auch gerne mitnehmen. Reiner Alkohol, auch sehr schön. Wir nehmen die Waffe mit. Wir nutzen den anderen Dietrich hier eben noch. Jetzt haben wir wieder einen Slot frei. Und nehmen die Munition noch mit. So, sie ist da gerade schon dran, das heißt, wir gehen jetzt hier ran. Boah, es ist echt hart, quasi auf Zeit gegen die hier anzurennen. Um wirklich einigermaßen noch gutes Zeug abzuschnappen. Wir haben zu wenig Essen. Wir haben zu wenig Essen bekommen. Das passt noch rein, das passt noch rein. Wasser ist sehr gut. So, ab nach oben. In der Hoffnung, dass wir oben noch was zu essen finden. Da ist nichts zu essen drin. Vielleicht da hinten noch. Konservendose, sehr schön. Immerhin etwas. Gerade bei den vier Leuten müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir die maschinelle Werkstätte aufrüsten können und dann halt diese Rattenfallen bauen. Aber hier ist nicht mehr viel zu holen. Brauchen wir alles nicht. Wir werden auf jeden Fall die Waffe reparieren können. Aber das war's dann auch schon wieder. Ja. Und damit war's das auch schon wieder mit. Wobei, wir waren hinten noch nicht drin. Gucken.
Wenn schon, müssen wir uns alles anschauen. Denn es muss nicht genauso sein wie in den Folgen davor. Es kann sich alles komplett anders entwickeln. Nichts. So, das heißt, wir rennen nach Hause. Das war's. Wir hauen ab. Und die Plünderer machen uns nach. Und gehen auch nach Hause. Ja, der Supermarkt. Wir hatten mal wieder richtig Glück, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch schlimmer kommen könnte. Und wir waren natürlich den Plünderern im Weiten voraus, hatten die Dietriche dabei und haben Unmengen essbarem Material gefunden. Und damit auf jeden Fall schon mal die weitere Zukunft von uns gesichert. Hoffentlich geht es so weiter bei This War of Mine.